bedingungsloses Grundeinkommen. Wer bist du denn? Ich bin Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke. Die Linke, die Linke. Was ist das für eine Galaxie? Das ist eine der schönsten Galaxien im Parteiensystem, zumindest für mich. Wir sind sehr vielfältig und wir sind diejenigen, die gute Position haben, aber wir feiern auch tolle Partys. Okay. Und ich glaube, in meiner Partei gibt es viele, die deinen Anzug ziemlich schick finden. Das ist meine Haut, das ist meine echte Haut. Ich habe gehört, BGE, was ist das für ein Computerprogramm? Habe ich noch nie gehört. Also es ist eins, was hoffentlich, es ist eher in der Tradition der freien Software, weil es für alle zugänglich sein soll und weil es sich um ein Grundrecht handelt. Ein Grundrecht? Was denn für ein Grundrecht? Das Grundrecht, an dieser Gesellschaft teilhaben zu können, ohne dass man vorher sich nackig machen muss auf dem Amt, ohne dass man irgendwie verpflichtet ist, irgendein konkretes Jobangebot anzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass jeder Mensch, der in einem Land dauerhaft lebt, sagen wir jetzt mal, ist in Größe innerhalb von Deutschland, mindestens 1.000 Euro im Monat bekommt. Allerdings wird das Grundeinkommen, also das bekommt erstmal jeder, er muss vorher nicht beweisen, dass er arm ist. Allerdings wünsche ich mir, dass es hinterher finanziert wird durch eine Umverteilung von oben nach unten. Und das heißt, dass am Ende es ein Steuersystem gibt, was dafür sorgt, dass das reichste Drittel zur Kasse gebeten wird und die mittleren zwei Drittel in der Gesellschaft besser gestellt werden. Dann habe ich gehört, es gibt noch so ein anderes Programm, das heißt Hartz IV. Ist das ein Virus? Hartz IV ist schlimmer als ein Virus. Aha. Hartz IV ist genau das Gegenteil von einem Grundeinkommen. Warum? Weil Hartz IV zum einen von der Höhe her zu einem Leben in Armut verdammt. Hartz IV verpflichtet dazu jedes, aber eigentlich auch jedes Jobangebot, was man bekommt, und sei es Jobs für 1 Euro die Stunde anzunehmen. Und es schaut genau, mit wem lebt man wie und wo zusammen. Also selbst Leute, die in einer WG zusammenleben, wenn die länger als ein Jahr zusammenleben, müssen sie erst mal beweisen, dass sie keine eheähnliche Gemeinschaft haben und das Geld nicht angerechnet wird. Und das willst du gar nicht haben? Na, das wollen wir abschaffen. Gemeinsam mit meiner Partei will ich das abschaffen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen. Ja, ich habe mich letztens mit dem Jan und mit dem Reger aus deiner Partei getroffen und die haben gesagt, die wollen einen Mindestlohn haben. Das ist ja was anderes als ein Grundeinkommen. Nein, das passt ganz hervorragend zusammen. Ich würde jetzt sozusagen sagen, es ist eine hervorragende Kombination. Aha. Mindestlohn ist halt was, dass jeder, der arbeiten geht, in einer Stunde einen festen Stundenlohn bekommt, mindestens. Und ich würde das sogar zusammenfassen. Ein Kampf um Arbeitszeitverkürzung, zum Beispiel um die 20-Stunden-Woche, würde ich kombinieren mit einem Mindestlohn und mit einem Grundeinkommen. Letzte Frage, ganz kurz in einem Satz, vielleicht schaffst du das. Warum soll ich Die Linke wählen? Weil Die Linke die einzige Partei im Deutschen Bundestag ist, die unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte ist und die couragiert Reichtum umverteilen will. Und weil wir die einzigen sind, die einen klaren Beschluss haben, wir nehmen keine Spenden von Konzernen und Banken, weil wir nicht wollen, dass eine Politik Geld am Ende bestimmt, wer bezahlt. Was würdest du machen, wenn es das gäbe? Ich werde mir überlegen, ob ich für den Waffenhändler arbeiten will, ob ich wirklich für diesen scheiß Chef arbeiten will, der mich ausnutzt. Oder ob ich die ökologischen Risiken, die das Unternehmen mit sich bringt, tragen möchte als Arbeitgeber. Das kann ich mir dann überlegen. Und außerdem kann man dann noch wetten auf die Unternehmen, die niedergehen bei der Aktion. Man könnte dann die Spekulationsgewinne in die dritte Weltländer schaffen, dort, wo die Leute ausgebeutet werden. Das hieß ja, alle würden davon profitieren? In dem Fall schon. Ich lebe in ständiger Angst, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Aber also 694 Euro Rente und es reicht nicht. Aha. Und ich möchte also ein lebenswertes Leben führen, die paar Jahre, die ich noch zu leben habe. Und das geht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, meinst du? Ja, also ich meine, wenn ein Staat also behauptet, einer der reichsten Staaten der Welt zu sein und Geld für die jährliche Bankenrettung hat, für Riesenrüstungsbeträge, für sogenannte Friedenseinsätze, wo Länder systematisch zerstört werden, dann sollte das auch möglich sein, dass also wir also menschenwürdig leben können.
Warum bist du heute hier? Ja, damit wir demonstrieren können. Damit für wir was? Zeigen können, fürs bedingungslose Grundeinkommen. Was findest du gut daran? Erstmal, dass jeder keine Existenzangst haben muss und jeder sich frei selbst verwirklichen kann. Und das geht nur mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, das ist einfacher dadurch. Man hat keine Ängste. Okay. Die Ängste fangen im Kopf an. Die haben nichts mit Geld zu tun, aber trotzdem. Ja, und du meinst, dass durch dieses Einkommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen, die Motivation groß genug ist, dass alle weiterarbeiten? Ja, wenn sie reflektiert sind und wenn wir ihnen helfen, sich quasi ihres eigenen Verstandes zu bedienen und sie aufklären, dann funktioniert das. Aufgeklärte Menschen schaffen das und möchten das auch. Bitte, was seid ihr denn? Was wir sind? Ja. Violett. Geil. Violett. Ja, genau. Für was steht ihr denn? Für spirituelle Politik. Was heißt das denn? Naja, was heißt das? Was meinst du, was das heißen kann? Was sind deine Gedanken? Ja, ich habe einen Festplattencrash, deswegen habe ich nicht so viele Gedanken. Du musst mir dabei helfen. Das ist eben spirituell. Alles ist Geist. Und das ist eine Eigenschaft des Geistes, die Gedanken. Eine Eigenschaft des Geistes, okay. Und warum seid ihr heute hier? Das ist der erste Schritt, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Was ist für dich wirklich wichtig? Für mich ist Liebe wichtig. Reine Liebe. Und das verkündet ihr heute hier? Jeder einfach so von seiner Weise einen Denkanstoß zu geben. Okay. Okay. Alles klar, danke dir. Tschüss. Tschüss. Weshalb bist du hier? Um zu demonstrieren gegen Überwachungswahn. Aha, was ist denn da gerade los? Es passiert ganz viel, die NSA und so weiter überwacht uns alle, guckt in unsere E-Mails und so weiter und ich finde das scheiße. Was willst du daran ändern?